Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zur nächsten Folge von Let's Play Beyond Two Souls, dem exklusiven PlayStation 3-Kracher von Quantic Dream. Und ihr wisst ja, ich habe das Let's Play vor einer Weile angefangen und musste es aufgrund von Zeit und aufgrund der fehlenden Zeit pausieren und werde jetzt das Let's Play an einem Stück fortführen und habe mich kurzerhand dazu entschlossen, euch nochmal die letzte Mission mit dem Panzer zu zeigen. Und ab dem an geht es dann weiter, auch für alle Leute, die gerade das erste Mal dieses Beyond Let's Play gucken. In der Beschreibung findet ihr alle Folgen verlinkt, falls ihr sagt, ach, ich will das nochmal von Anfang an schauen, wie der Dennis Beyond Two Souls gespielt hat, was er erlebt hat, einfach mal in die Videobeschreibung gucken unter diesem Video. Da findet ihr die Playlist mit allen Folgen von Beyond verlinkt. Und jetzt geht's los. So, da kommt ein Panzer. Wir haben den guten Salim hier auf unserer Seite, den jungen Mann, der hier anscheinend aus diesem Örtchen stammt. Und wir müssen... Uiuiui, ich habe ein bisschen Panik. Wir müssen uns auf den Weg zum Warlord machen und diesen töten im Auftrag der CIA, woran die gute Jodie, die wir hier spielen, die Protagonistin, angehört. Und ich bin ein bisschen skeptisch. Warum? Was soll der Warlord gemacht haben? Weil es ist teilweise ein bisschen seltsam, dass hier sehr, sehr oft Soldaten umgebracht werden. Ist es natürlich jetzt die Frage von diesem Warlord hier, den wir im Hintergrund an der Wand sehen, abgezeichnet, ob dieser letztendlich dann für die ganzen Morde zuständig ist. Es geht heiß her hier im Gebiet. So, wo ist der Salim hin? Wir müssen uns jetzt erstmal umsehen, da liegt... Wow! Krass. Das war auf jeden Fall gefährlich, wir müssen mal hier rein. Die Sonne ist aufgegangen in diesem Ort. Da trauert jemand. Das ist Krieg, der Horror auf Erden. Das ist relativ interessant, wenn man so eine Partie Battlefield spielt und so weiter, ist man ja auch im Krieg. Aber hier sieht man mal in einem Spiel, wie ja schrecklich ein Krieg sein kann eigentlich. So, der Salim ist hier. Okay, da können wir nicht weiter, wir können nicht weiter. Wir müssen uns erstmal um die kümmern. Und müssen den Eiden einsetzen. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Schnell, hilf mir! So, dank des Eidens können wir so eine Art Schutzschild bilden und die Jodie und den Salim beschützen. Eieieiei, ich hoffe, wir kommen rüber. Geschafft. Das kostet natürlich viel Kraft. Der gute Salim versteht unsere Sprache nicht. Okay, kletter hoch. Salim. Und hoch. Wir müssen ebenfalls hochjumpen. Geschafft. Oh, jetzt heißt es, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns auf jeden Fall definitiv beeilen. Denn immer mehr Truppen kommen. Okay, wir haben es geschafft. Huah. Gut, Jodie. Weiter geht's, weiter geht's. Wir sind über den Dächern dieses Ortes hier. Boah, mit dem Rocket Launcher, mit dem Raketenwerfer wird hier rumgeschossen. Ist die Hölle auf Erden. Und runter. Okay, nochmal runter. Verdammt, geschafft. Okay, wir folgen Salim. Haben es gleich anscheinend geschafft. Ich hoffe, der Junge weiß, wo er uns hinführt. Wir müssen zum Turm. Da soll sich der Warlord befinden. Und was Beyond sehr, sehr ausmacht, ist der beeindruckende Soundtrack vom Spiel. So, wir können jetzt in die Rolle dieses Soldaten schlüpfen. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. So, wir steuern jetzt gerade den Kerl hier. Oh, verdammt. In den Hals. Jetzt können wir den Wagen nehmen. Und diesen als Fluchtmöglichkeit nutzen. Erstmal mit der Leiche raus. Die wiegt natürlich einiges. Und ans Steuer. Motor an.
So, jetzt schnell draufjumpen. Los, Jody. Wo ist der Salim? Da. Unser kleiner Freund, der uns hier durch dieses Horrorszenario begleitet. Okay. Ganz ruhig, Eich. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Panzer. Können uns natürlich auch verstecken. Ich habe großes Vertrauen in den Eiden. Richtiger Nervenkitzel, wenn man hier lang gescheucht wird. Über Leichen an den Seiten. Links und rechts. Häuser brennen. Oh oh. Hoffentlich geht das gut. Vollgas! Was verdammt nochmal tust du? Jetzt jagen wir bald die ganze Stadt! Oh Gott! Salim, bleib unten, nicht bewegen! Jetzt beginnt wirklich die größte Katastrophe aller Zeiten. Ah! Unter mit dem Kerl! Ah, verdammt, es hat uns erwischt! Du Sau! Du Frauenschläger, du! Schnell, huch! Okay, wir haben ja ein CIA-Training gehabt. Bam! Runter mit dir. Der ist hartnäckig. Und jetzt muss er sich ein anderes Taxi suchen. Da kommt der nächste Kandidat. Abgewehrt. Oh Gott. Mit der Machete. Schnell. Er wirkt uns. Komm, Jody, du schaffst das. Erledigt. Auf der Motorhaube. Eine Pistole. Rübergesprungen. Deine Fahrt endet hier, Freund. Oh Gott. Nein. Ah, Endstation. Der nächste, bitte. Was ein Auftakt hier. Eieiei, er schießt. Oh, gegen die Barrikade. Oh nein! Oh Gott! Oh. Boah. Nochmal davon gekommen. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkino Niel Baka Wilajani Buki. Hastatiu Musahadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Lak hadin kasti hayati. Lan ansa fa'alak hadha abadan. Das macht Beyond Two Souls aus. Schwere Entscheidungen, düstere Szenen und emotionale Momente, die hier wirklich das Spiel beeinflussen. Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Und einen wirklich sehr, sehr viel nachdenken lassen. Das finde ich bei dieser Art von Spiel, auch wie bei Heavy Rain, eigentlich relativ interessant. Weil man einfach mal, wenn man sich hier dieses Szenario anguckt mit dem Krieg und so weiter, dass es da auch in der Realität, zum Beispiel in Syrien, auch Kinder gibt, die da täglich mit solch einem Horror konfrontiert werden. Schon der Wahnsinn eigentlich.
aber okay. So, wir müssen weiter. Okay, Jody, du kannst da durch. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein. Den Kandidaten holen wir uns. Hat sich das CIA-Training Gott sei Dank bezahlt gemacht. Da hinten läuft schon die nächste Wache. Vielleicht können wir den Eiden ja benutzen. Nein, können wir nicht. Erledigt. Da ist der Turm. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Okay. Ah, okay, wir sollen in das Haus selber reingehen. Das ergibt Sinn. Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Los, weiter. Fast geschafft. Okay. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn an. Du musst das übernehmen, Aiden. Nein, man darf uns nicht bemerken. Okay, wir arbeiten uns von außen nach innen hervor am besten. Und schlüpfe in die Rolle dieses Soldaten. Okay, das hat nicht funktioniert. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Erstmal den Kandidaten hier umbringen. So. Suchen es bei ihm, weil er hat eine Sonnenbrille auf. Da merken die nicht, dass mit dem was nicht stimmt. Da wir den Typen gerade hier umgebracht haben, müsste dieser eigentlich eine Waffe haben. Da liegt die. Oh je, hier steht das Blutbad an. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Das stimmt. Er hängt an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Durch einmal. Ah, verdammte Sauerei. Ah. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Okay, Jody, schnell! Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh. Sieht man, dass Jody doch nur das junge Mädchen ist, welches gar nicht mit solchen Extremsituationen klarkommt. Oh Gott. Wo sind wir hier gelandet, Freunde? Wo sind wir hier gelandet? Warum tun wir das hier alles? Das ist Jamal. Huch, zurück zu der Leiche. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen hakelig. Auftrag erledigt. Jamal ist tot. Salim. Salim? Abi! Abi! La! La tamutja, Abi! Ana bihaja ilayka! La tatrugni! La tatrugni! Er ist dein Vater? Oh
Oh Gott, Salim hat auf uns geschossen. Oh. Wir haben den Vater von Salim, unserem kleinen Freund, getötet. Oh, verdammt. Und die Schüsse... Fuck, wir müssen weg von hier. Oh Gott, die Schüsse haben natürlich auch das Volk hier in der Gegend aufgeschreckt. Jetzt gibt's hier richtige Randale. Ach du Scheiße. Ah! Jody! Okay, weiter, komm, du schaffst es. Oh Gott, ich hoffe, wir werden das überleben. Müsste irgendwo in Sicherheit. Ah, hier rein. Schaffen's. Komm, Jody. Bin ich in Sicherheit. Oh Gott. Das? Jetzt wird's ganz gefährlich. Wir müssen zur Leiter. Nein, 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 nein. Müssen die Leiter hoch. Okay. Geschafft. Schnell, Jody, hoch. Oh, gegen die Wand lehnen. Okay, wir haben es gleich geschafft. So, mit aller Kraft sitzt er hoch. Ah. Die stürmen die Hütte. Ah. Jetzt ist vorbei. Es gibt kein Entkommen mehr für Jody. Der Horror hat seinen Lauf genommen. Oh mein Gott. Jetzt ist vorbei. Wird doch die Selbsttötung machen sollen. Oh Gott, Gott sei Dank. Wir kriegen Hilfe. Wir kriegen Unterstützung. Komm schon, ich bring dich hier raus. Gott sei Dank. Boah, war das krass. War das eine krasse Mission. Muss man danach erstmal durchatmen, wenn man das gespielt hat und das erlebt hat mit der guten Jody. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Verständlich. Wir haben einen kleinen Jungen, dessen Vater genommen.
Obwohl dieser unser Verbündeter war. Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Okay. Lass mal was trinken. Vielleicht sollte Jody sich doch ein wenig ausruhen. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Niemals erfahrt ihr Salih. Bakartuana Kisajikachi. Mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der ist erledigt und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Oh Gott. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Oh, Jody, beruhig dich. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns doch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody, was tust du? Fuck. Gott. Alles wird verrückter, alles wird krasser gerade. Eine gute Entscheidung, wie ich finde. Und was meint ihr? Wir töten niemanden mehr. Im Auftrag von anderen Menschen, die uns nur als Spielzeug benutzt haben.